Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Denkendorf und Neuhausen ereignet. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem Ford kurz vor 7 Uhr die L1204 in einer Fahrzeugschlange in Richtung Neuhausen. Kurz nach dem Erlachsee wollte sie nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem VW Golf eines 61-Jährigen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge im Straßengraben zum Stehen kamen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und blieb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in seinem Auto. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde der Verletzte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde vorsorglich in einer Klinik stationär aufgenommen. Die Unfallverursacherin kam ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Wagen mussten geborgen werden. Der Schaden beträgt mindestens 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße gesperrt werden.